Krokus. Lateinisch? Krokus. Ja, der Krokus. Kennt jemand Safran? Es gibt einen Safran-Krokus. Und zwar blüht der aber im Herbst und ist bei uns nicht heimisch. Bei uns handelt es sich um einen Krokus, der zu den Frühblühern im Vorfrühling gehört. Und er ist giftig, der Krokus. Ja? Also wir haben ein Saponin drin, und zwar ein Steroid-Saponin, das giftig ist, das es auf die Pumpe schlägt. Darum Finger weg vom Krokus. Ja, das Krokus kommt auch gewachsen aus einer kleinen Zwiebel, ja, so wie auch das Schneeglöckchen zum Beispiel. Und ja, der Safran-Krokus, da hat man, beim Safran-Krokus nimmt man die Blütennarbe, ja, die Narbe der Blüte, das sind diese kleinen Fädelchen, die beim Safran-Krokus ganz, ganz rot sind. Und hier bei unserem heimischen Krokus sind sie eher gelblich und, wie gesagt, giftig. Sie, auch sie enthalten das Steroid-Saponin. Also Finger weg! Krokus, einfach eine wunderschöne Pflanze, die so uns vorbereitet auf den wunderschönen Frühling, wo dann endlich wieder alles sprießt und anfängt zu blühen. So langsam wird es wieder grün auf den Wiesen. Wunderschön. Es gesellt sich gerne zum Schneeglöckchen. Krokus.